Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Game Dev Tycoon. Und ich weiß, es ist eigentlich totaler Blödsinn, aber ich habe jetzt hier mal die Facecam mit eingebaut, weil ich habe jetzt eine coole Webcam und da dachte ich mir, die musst du jetzt mal auch benutzen, verdammte Scheiße. So, mal gucken. Empires in Age verkauft sich mehr schlecht als recht, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Ist schon wieder eine Weile her, dass ich das hier aufgenommen habe. Ja, doch, der Empires in Age wurde vom Markt genommen. Es wurden 38.000 Stück verkauft und ein Umsatz von 421.600 Geldeinheiten erzielt. Ja. Oh, Marktanalyse. Derzeit scheint Rollenspiele besonders angesagt zu sein. Rollenspiele. Das ist wie das LCD-Display. Da krabbelt eine Katze rum. Unglaublich. Okay, also Rollenspiele sind gerade voll mega im Trend. Das heißt, wir werden ein neues Spiel entwickeln für Kinder, für alle, vom Thema Rollenspiel. Thema Rollenspiel? What? Was heißt das hier? Keine, alle plus plus plus, genau. Genre, ist es ein Rollenspiel? Auf der Plattform. Tja. Der PC ist für Erwachsene ja besonders gut. Der TES ist für alle gut. Und der Rollenspieler kriegen auch plus, also machen wir das eindeutig auf dem TES. Mittleres Spiel. Von der Größe her. Ist jetzt die Frage, wie nehmen wir dieses wunderschönes Spiel dann. Rollenspiele brauchen irgendwas immer mit Quest im Namen. Mighty Quest of Kohle. Kohle. Okay, ja, also Mighty Quest of Kohle. Mit der Spielengine, mit der SNES Engine. Die SNES Engine auf dem Test Geilomatico. Oh, großartigen Kombination. Ist in einer großartigen Kombination. Weiß Bescheid. Mit der 2D-Grafik. Und da geht's los. Es ploppte Sachen auf. Oh mein Gott. Lineare Erzählung. Gespeicherter Spielstand ist klar. Gameplay ist wichtig. Web. Engine ist. Geil. Die Story und Quests sind natürlich auch wichtig. Die werde jetzt ja gleich vom Monitor rumhampeln und irgendwelche. Lass den Stick in Ruhe. Meiner. Den kriegst du nicht. Kauf dir deinen eigenen, wenn du einen Stick brauchst. Jetzt kommt sie. Da ist sie. Sieht man sie? Ja, man sieht sie nicht. Ja, man sieht sie wirklich nicht. Ja, jetzt guckt sie sich gerade den Stick an. Und ich sehe nur noch die Hälfte vom Monitor. Okay. So, Entwicklungsphase 2. Mighty Quest of Kohle Fantasy Rollenspiel. Lass das Ding jetzt in Ruhe, Mann. Ach, meine Fresse. Ich stecke jetzt den Stick hier ein. Künstliche Intelligenz ist vollkommen bummens. Aber wichtig sind natürlich Dialoge und Leveldesign. Wahrscheinlich eher Leveldesign für ein. Mach mal so. Okay. Ich habe jetzt hier die Leute einfach so gelassen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so in Ordnung war. Es klettert hier an der Blume rum. Oh, Branchenneuheiten. Die Medien sind begeistert von den letzten Neuigkeiten der diesjährigen Entertainment-Messe. Ja, überraschend hat Fonny, ein bekannter Hersteller von Elektrogeräten, den Prototypen einer Konsole namens PlaySystem vorgestellt. Was machst du jetzt da in der Blume, Katze? Mann! Ja, gehen wir da raus. Ja, offenbar hat sich Fonny mit Nintendo, dem Hersteller der beliebten und erfolgreichen TES und Super TES Konsolen, zusammengetan, um eine Konsole herzustellen, die im Grunde eine Super TES mit CD-ROM-Laufwerk ist. Mit CD-ROM-Laufwerk, was war die CD? Eine Offenbarung. Diese unglaubliche Silberscheibe mit dieser unglaublichen Datenmenge von Anfangs. Waren es am Anfang schon die 650er? Oder waren das 580er? Ist eine Sache, die muss mal recherchiert werden. Später wurde es dann jedenfalls noch vergrößert. Mach doch hier nicht immer alles kaputt, Mann. Meine Güte. Du hast nur ein Leben, ich darf dich schubsen. So. Ja, jedenfalls Silberscheibe, bla bla bla, mit ganz viel Zeugs, was da drauf passt. Und niemand wusste, was soll man damit machen. Ganz klar,
Die ganzen Actionspiele, die haben dann Videos und so weiter draufgebracht, also gerenderte Sequenzen, so voll, boah, und mit Schmackes, sieht heute total grottig aus, aber früher war es richtig cool. Oder Command & Conquer zum Beispiel, oder Dune 2000, so, das waren die ersten Spiele, an die ich mich erinnern kann, dass da real Personen abgefilmt wurden, richtige Schauspieler, hey. Okay, Branchenneuheiten weiterlesen. Dies wäre die weltweit erste Konsole mit CD-ROM-Laufwerk, ja. Oh, geht weiter. Journalisten auf der ganzen Welt sind überrascht, dass nur einen Tag nachdem Fonny und Nintendo die Play-System auf der Entertainment-Messe vorgestellt haben, der Deal bereits geplatzt ist. Blöd. Nintendo gab heute bekannt, das Projekt mit Fonny abzubrechen und stattdessen eine neue Konsole mit einem anderen Geschäftspartner zu entwickeln. Aber dann hat doch Sony eigentlich die PlayStation rausgebracht. Naja, Gerüchten zufolge war der Distributionsvertrag der beiden Parteien nachteilig für Nintendo, da sie zu viel Kontrolle an Fonny hätten abgeben müssen. Tja, das haben wir, den ganzen Käse haben heute die Spieler. Dies scheint das Ende der Play-System zu sein. So, weiter geht's. Monosound, 2D-Grafik, wichtig sind Spielwelt. Ja, ich überarbeite mich gerne ein bisschen selber. Ich bin so der 114-prozentige Meister auf der Arbeit. Ich bin ja richtig schön der Chef-Arschlecker. Und das Tolle ist, wenn man selber Chef ist, kann man sich selbst den Arsch lecken. Oh mein Gott. Oh, das Test wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Oh, scheiße. Das ist natürlich echt blöd jetzt, ja? Schnell fertigstellen, ja, komm, scheiß auf die Bugs. Es muss raus. Meine Erkältung ist noch ein bisschen da übrigens, also wundert euch nie, wenn ich doch mal kurz hüsteln sollte. Fällt mir da gerade so ein dazu, ne? Oh, Levelaufstieg in 2D-Grafik. Unglaublich. Ja, los, das muss raus. Oh, 2D-Grafik V1 und 3D-Grafik. 2D-Grafik V3 und 3D-Grafik V1. Ja, ja. Wir haben erste Wertung für Mighty Quest of Code. Das wird absolut scheiße. Das hat übel viele Bugs drin. Aber es muss raus. Oh, es zeigt Potenzial. Oh mein Gott. Sie haben es geschafft, einen schönen Ausgleich zwischen Technik und Design zu schaffen. Klingt gut. Ich mag es. Und das, obwohl es so viele Bugs hat. Stell dir mal vor, wir hätten die Bugs noch schnell gefixt, ey. Ohne Scheiß. Dann wäre der mega Oberkracher geworden, man. So, jetzt hier. Halt, nein. Spielbericht erstellen. Es muss mehr als 465.000 wieder einspielen, ne? Das kriegen wir nochmal hin. Ja, Forschung. Forschen wir mal hier an Casual-Spiele. Und der Kollege, der forscht mal in den, eigentlich, wenn wir es... Ja, komm, hier in die 3D-Grafik reingeforscht. Das geht schon. Das kann man mal mitnehmen. Na. Na. Unsere Analyse nach Verkaufsstand von Mighty Quest of Cole ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Erstens. Engine scheint für diese Art von Spiel nicht wichtig zu sein. Ich glaube, das hatten wir schon mal rausgefunden, oder? Ich dachte, kommen jetzt noch irgendwie andere, eine super geile, yeah, war cool und so. Ne. Test wird nicht länger unterstützt. Du hast 4 Spieler auf dieser Plattform veröffentlicht und insgesamt 2,5 Mille eingenommen. Aber wir verkaufen immer noch. Ha. Okay, wir forschen weiter. Bessere Benutzererfahrung. Erda forscht an den Level-Editor. Und Icke forsche an einfache Zwischensequenzen. Tja. Und dann wird es entweder Zeit für ein neues Spiel oder für eine Auftragsarbeit. Schauen wir mal. Komm, wir haben noch 10 Forschungspunkte. Da können wir mal ein neues Thema erforschen. Ninja! Oh yeah. Nee, ich erinnere mich nur an die Ninja Gaiden Trilogy. Oh yeah. Komm, hier Auftragsarbeit. Nein, nicht feuern. Hier, ich will irgendwo eine Auftragsarbeit finden. Oh, 60. So viel. Ah, das ist nur 26k, ist aber auch wenig. Aber das schaffen? Komm hier, 17k Strafe.
Ein Werfer, ein Brettspiel. Okay, das machen wir dann gleich, wenn der hier fertig ist mit seinem Bla. So. Auftragsarbeit finden. Und, warte mal, wie viel ist das erste? Das ist natürlich noch geiler. Aber 60 und 12 ist aber viel. Hier sind nur 51 und 2. Los, auf geht's. Auftragsarbeit, tingelingeling. Auftragsarbeit, tingelingeling. Los, komm, schneller, schneller, tingeling. Es scheint, dass der Markt sich wieder normalisiert hat. Derzeit gibt es keine starken Trends. Oh mein Gott. Oh, wir haben es verkackt. Tja. Ja, war zu groß, deswegen haben wir jetzt verkackt. Los, scheiße, hier, Spiel. Kinder sind immer gut zu bedingsen. Wir machen auch noch ein kleines Spiel. Ein Spiel. Komm, wir machen jetzt ein Ninja Action Game für alle. Für das Super Tess. Ja, 50.000, komm, ja, haben wir doch alle da, mein Gott. Meine Gott, was soll das bedeuten? Das ist doch keine Preise, 50.000 für die Lizenzkosten. Spielengine, natürlich die SNES Engine, passenderweise. 2D-Grafik, ganz klar. Und wir haben vergessen, dem Ding einen Namen zu geben. Das machen wir danach. Wir spielen dann einfach mal die Marketingabteilung und sagen dann, ja, wir müssen das Spiel doch sowieso benennen. Tja, okay, Actionspiel. Story und Quests sind vollkommen egal. Gameplay und Engine. So, los geht's. Mighty Quest of Cooler Water vom Markt genommen. Es hat mehr gekostet als eingenommen oder... Ja, scheiß die Wand an. Das ist blöd. Deswegen lese ich das gar nicht erst vor. Lohnt sich ja gar nicht. Machen die anderen ja auch mal mit? Ah. Das meinte ich mit bla. Okay, Dialoge sind ja nicht wichtig. Level-Design und ein bisschen KI ist okay. Gucken wir so Ninja-Action-Spiel an, kommt die waren eigentlich... Also, ich persönlich fand die immer ganz cool. Jetzt hier nicht unbedingt die Ninja Gaiden Trilogy, aber zum Beispiel... Da gibt es irgendwie so ein Roboter-Ninja-Arcade-Game. Blablabla. Ja, Spielbilddesign, Grafik ist extrem wichtig. Und ein bisschen Sound können wir dann auch noch mit reinpacken. Packen. Rein Pac-Man. Komm. So, so sieht er gerade aus. Oh, Bugs. Oh nein! Es scheint so, als hätte das Spiel Mighty Quest of Cola bei seiner Veröffentlichung eine Reihe unentdeckter Bugs gehabt. Die standen da oben in der Hecke, es waren 16 oder so. Einige unserer Kunden haben Probleme damit gehabt und verlangen von uns ein Patch für das Spiel. Ey, cool! Wir können eben leider Zeit und Geld investieren, um einen Patch zu entwickeln oder ihre Bitten ignorieren. Wenn du ein Patch für das Spiel entwickeln willst, klicke einen Mitarbeiter an und benutze das Aktionsmenü, um den Patch zu entwickeln. Aber warte nicht lange. Ja, okay. Wir müssen aber erstmal das Spiel fertig kriegen hier. Obwohl, der da trägt eh nichts bei. Los, Patch entwickeln. Oh. Kommt noch einmal rein. Ein Bug kommt noch rein, okay. Ein Bug kommt wieder raus. Und noch Design und wieder ein Bug. Und wieder weg. Und los, fertig. Fertig, schnell. Oh yeah, new record, new record, new record, oh man. Ich stehe auf Rekorde. Rekorde sind die Würze des Spieles. Ja. Grafik und bla, komm, wir nehmen jetzt das Spiel. Ninja Action Game heißt die Ultimate Ninja Game. So. Was für ein epischer Name. Unglaublich, los geht's. So, die Kollegas, die müssen jetzt hier langsam in Urlaub. Wir haben erste Bewerterung für unser Ultimate Ninja Game Dingens. Haben es tagelang gespielt von Star Games. Und eine Wertung von 8. Ich liebe es, Inform Gamer. Und, das war ein bisschen stark, aber okay, 8, Schwerpunkt auf Grafik tat im Spiel sehr gut, sehr ausgezeichnet. Nein, kommt ein bisschen besser. Oh, eigenartig, aber gut. Ist ja oft so, dass die eigenartigen Spiele ein bisschen gut sind, ne? Ja. Oh ja, Peak Productions hat kürzlich einen dringend notwendigen Patch für Mighty Quest of Cola veröffentlicht. Ein Fan sagte,
Ich liebe Firmen wie Pick Productions. Sie wollen ihren Kunden nicht einfach das Geld aus der Tasche ziehen, sondern verstehen auch unser Anliegen und stellen sicher, dass wir unsere Spiele auch wirklich genießen können. Braucht uns das jetzt Fans oder einfach nur so Kopfsachen, Sachen, Spielbericht erstellen, let's go. Ja, The Ultimate Ninja Game. Los geht's. Hä? Ja, es verkauft sich ganz gut. Nicht pralle, aber okay. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Ultimate Ninja Games beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Ninja und Action ist eine großartige Kombination. Spielwelt, Design scheint für diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein. Themen, Zielgruppen, Übereinstimmung, alle Ninja gute. Ja, jeder liebt Ninjas, also das ist keine Frage, oder? So. Haben wir schon Marketing geforscht? Ja. Dann ist es jetzt an der Zeit für bessere Dialoge. Und es ist an der Zeit für Open World. Oh. Oh. Ist es doch nicht Zeit für Open World? Oh, Zombies. Hoho, geil, Omatico. Ein Open World Zombie Game wäre jetzt der Oberhammer, oder? Fertiggestellt, bessere Dialogs. Und fertiggestellt, Zombies. Okay, passt mal auf jetzt hier. Wir machen erstmal doch wieder ein neues Spiel. Für Kinder. Als Thema nehmen wir. Ja, wir haben noch nicht rausgefunden, was jetzt für Kinder ganz cool ist, oder? Na gut, machen wir Sportsimulation für alle. Auf dem Supertest. Wieder mit der SNES Engine, ist klar. Und weiter geht's. Ja, yep, Entwicklung starten. Wieder vergessen den Namen zu geben. Haha, Marketing lässt grüßen. Oh. Eine Erzählung brauchen wir hier in dem Spiel überhaupt nicht. Deswegen lassen wir das raus. Kosten sparen, wo es nur geht. Weil irgendwie haben wir kein Geld gemacht. Das ist nur 1,7 Mille. So. So. So, 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 so. Und wir kommen hier Menge Bugs rein. Der Ultimate Ninja Game wurde vom Markt genommen. Mir hat es aber nicht so viel Kohle gebracht. Okay, Mono-Sound, 2D-Grafik. So, los geht's hier. Ja, Sportspiel, wie nennen wir das denn? Sehr geehrter Pick Productions. Wir haben ihre Fortschritte in den letzten Jahren verfolgt und möchten sie hiermit offiziell einladen, an der größten Spielemesse der Welt, der Games Games Games, auch als G3 bekannt, teilzunehmen. Oh, Kylo. Mit ihrem eigenen Stand auf der G3 können sie viele Fans gewinnen und gleichzeitig auch ihre Spiele in den Mittelpunkt rücken. Wir denken, dass die Fans sich freuen würden, wenn sie teilnehmen würden. Wir werden sie jährlich mit Standoptionen kontaktieren. Wir würden uns freuen, Sie auf der G3 begrüßen zu dürfen. Das G3-Komitee. Das klingt doch gut. Ja, ich möchte jetzt hier bitte Stand. Was kommt noch alles? Ja? Okay, fertig. Juhu, neue Kombi, Levelaufstieg, Level, bling, 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 bling. So, jetzt brauchst man noch einen coolen Namen. Sportspiel auf dem Super Nintendo fällt mir gerade keins ein, aber mir fällt Summer Games fällt mir gerade ein. Und dann nennen wir es Summer Plays. Summer Player, ey, Summer Players, ey, was ein epischer Name, den finde ich gut. Da würde ich sofort kaufen, ein Spiel, das Summer Players heißt, also bitte. Das schreit doch gerade nach Beachvolleyball. Oh, neue Forschung verfügbar. Charakterentwicklung, Tag- und Nachtzyklus. Das schreit nach einem Rollenspiel. Das schreit nach einem Rollenspiel, verdammt nur eins. So, Spielebewertung für Summer Players. Na. Schwerpunkt auf Gameplay tat dem Spiel sehr gut, sagt die Star Games. Und 6 eigenartig, aber gut, sagt Infront Gamer. Und, könnte besser sein, sagt Game Hero. Nein. Und 8 sagt, sehr unterhaltsam, die All Gamers. So. Tja. Wollen wir vielleicht immer eine Auftragsarbeit machen?
Ja, das kriegen wir hin, ja, Computer installieren. Installieren Sie Microsoft Boss auf den Computer. Geil, oh. Das ist aber noch schönes. Was? Horoskopersteller. Horoskope zu erfinden ist harte Arbeit. Okay, so. Sollte eine Tabelle wirklich 200 Spalten haben? Eher nicht. Das kommt auf die Größe der Tabelle an, würde ich sagen. Helfen Sie bei der Beseitigung von Bugs in einem komplizierten Base-Programm. Basic, ja, ja. Spielhintergrund. Entwerfe ein paar einfache Spielhintergrundgrafiken für ein Spiel. Los geht's, Vertrag annehmen. Ein bisschen Mini-Kohle reinkriegen. Oh ja, 19.000 wurden überwiesen. Und noch eine Auftragsarbeit, und zwar jetzt hier Computer installieren. Das kriegen wir aber schnell hin. Wir als Technologie-beblattes Bla. Oh ja, yeah, wir haben es fertig. Danke für das Kümmern und 20.000 überwiesen und so. Ja. Oh, kleiner Messestand, mittler. Oh, großer Messestand. Nee. Ja, das können wir uns leisten, los, mittler. Oh ja, das ist eigentlich nur... Na? Spielbericht erstellen machen wir mal noch. Ja. Irgendwie passiert ja gerade nicht so viel. Programmierfehler beseitigen, da sind wir ja ganz stark drin. Oh. Sport und Simulation, großartige Kombi. Engine scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Plattformübereinstimmung, Supertest, gut. Alle und Supertest. Oh ne, ihr wollt mich verarschen, oder? Komm, trink hier keinen Kaffee, mach mit, du Affenarsch. Das kostet wieder nur sinnlos Geld. Summer Players war noch vom Markt genommen. Oh. Oh. Spielemesse G3. Wir haben 7000. Oh. Wow. 70.000 Leute. Fast 71.000 Leute, die sich den Stand angeguckt haben, soll das bedeuten. Wahrscheinlich Summer Players. Huhu. Geil, Omatico, dieses Jahr haben wir es nicht nur die Top 100 geschafft, der meistbesuchten Messestände geschafft. Sobald wir mehr Fans haben, werden wir auch bestimmt schaffen, ja, bin ich mir sicher. Okay, das war immer für den Arsch. Es wird, glaube ich, langsam wirklich Zeit für den Publisher. Leider ist die Frist abgelaufen, Strafe zahlen, Arsch. Los, Publisher, mal gucken. Einen Publisher einzusetzen, ist eine super Möglichkeit, deine Spiele einem breiten Publikum zu präsentieren. Was wiederum hilft, deine Fangemeinde zu vergrößern. Sobald deine Fangemeinde groß genug ist, kannst du größere Spiele selber veröffentlichen, ohne auf einen Publisher angewiesen zu sein. Für mittelgroße Spiele solltest du... Nicht wundern, ich habe mir im Vorhin einen Timer gestellt. Ich habe mir Gran Turismo 6 vorhin gekauft. Der Download müsste jetzt ungefähr fertig sein. Aber ich nehme jetzt für euch noch weiter auf. So. Größere Spiele selbst veröffentlichen, ohne auf einen Publisher angewiesen zu sein. Für mittelgroße Spiele solltest du mindestens 100.000 Fans haben, bevor du sie selbst veröffentlichst. Wir haben gerade mal 7.000. Das heißt, kein Wunder, dass wir so pleite sind, ne? Also, wollte ich mal sagen, wir starten das hier mit den... Oh, und einem Publisher heranzuziehen, musst du einen Vertrag unterschreiben. Der Vertrag schreibt dir vor, welches Spiel du erstellen musst. Achte auf die Details, besonders die geforderten Mindestbewertungen, die dir der Vertrag vorschreibt. Wenn du das veröffentlichte Spiel die minimale Wertung nicht erreicht, musst du eine Strafe bezahlen, was sehr teuer werden kann. Oha. Es ist auch wichtig, auf den Lizenzsatz zu achten. Umso höher der Satz ist, umso mehr Geld wirst du mit dem Auftrag machen. Aha. Okay, und das gucken wir jetzt in dem nächsten Part an, wenn es wieder heißt Let's Play Game Dev Tycoon. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt. Oh, jetzt fange ich schon wieder an, die Scheiße zu wiederholen. Macht's gut, bis dahin und tschaußen.